Wir fangen mit der separierten Gülle an. Das könnt ihr eigentlich bei euch, da haben wir mit einer Schalltafel, mit einer relativ neuen, die Glottis auch probieren. Und da sieht man eigentlich ganz deutlich, wie schnell die Gülle abfließt und wie wenig dann Feststoffmaterial zurückbleibt. Also man sieht, das ist eine extrem dünnflüssige Gülle, die separierte Gülle mit wenig Feststoffanteil, die gut abperlt. Im Vergleich dazu jetzt nehmen wir eine 1:1 verdünnte Gülle. Das ist das, was die meisten Betriebe ja immer versuchen, dass sie Gülle dementsprechend verdünnen. Wo man ja das Problem hat, man hat natürlich den Feststoffanteil nach wie vor drinnen und man sieht dann schon ganz ein anderes Bild, weil natürlich der Feststoffanteil trotzdem drin ist, aber sie fließt sehr schnell. Aber es bleibt natürlich dann auf, trotz dieser Glottenfläche, auf der Fläche, wo es zurück. Und dann probieren wir es jetzt mit einer normalen Rohgülle, wie wir dann bei unserem Versuch beim zweiten Durchgang gefahren sind. Und da sieht man jetzt, wie das bei der Rohgülle ist. Und das ist das, was wir eigentlich ganz deutlich gesehen haben, auch am Feldrast, auf der Wiesentrast, von der Benetzung her. Und wenn man jetzt die drei Flächen im Vergleich anschaut, dann verdeutlicht das nur mehr, was wir zuerst am Grünland gesehen haben. Wir haben einfach bei der separierten Gülle ganz wenig Benetzung. Der Feststoffanteil ist ja ganz gering. Vor allem, was man sieht, der Feststoffanteil, was da ist, das sind ganz kurze kleine Breckerl, Stickerl, die überbleiben, weil der Rest ist ja über die Separierung ausgenommen worden. Man sieht bei der Verdünnung, dass natürlich wesentlich besser abbringt als wie die unverdünnte Gülle. Aber natürlich, die langen Halme, die sind da, die bleiben bicker, die bleiben trotzdem da, aber sie fließt durch die Verdünnung schon wesentlich schneller ab und kann natürlich leicht am Boden runter. Und das ist das, was wir zum Schluss gesehen haben, wo einfach dann trotzdem so Nester entstehen, so Netze entstehen, die sich auf die Pladel drauf liegen, wo ich lange Strohteile drinnen habe, die sich dann verbinden mit dem feinen Gatsch dazwischen, die wir zumachen, die wir die Blätter komplett belegen. Und so einen Schüttversuch könnt ihr daheim selber auch mal durchführen, indem sie einfach hergeht, nehmt eine Schalltafel und schützt die Gülle drauf und dann werdet ihr sehen, wenn sie eine nehmt, bevor sie es aufriert und nach dem Aufrieren allein schon wieder ein Unterschied ist, wenn sie einfach nur ein Muster nehmt von der Gülle unten unter der Schwimmdecken und nach dem Aufrieren von der Schwimmdecken, wie stark sich da die Gülle schon verändert. Da sieht man auch schon, wie viel Trockensubstanz in der Schwimmdecken drinnen ist und die sie aber dann trotzdem irgendwann einmal ausbringen müsst.